Staffel 2, Folge 6, Steam Guthaben aufladen. Ganz einfach. Du wolltest schon immer auf Steam dein Guthaben aufladen oder einen Geschenkgutschein einlösen oder irgendwas derartiges, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Tobias, aka Wolfwinter, und willkommen auf dem Kanal Cyberlab Media. Ja, du müsstest theoretisch eingeloggt sein bei Steam. Hier ist ein formschönes Steam. Guck dir mal dieses geile Steam an. Ja, da oben steht theoretisch dein Login-Name. Und da fangen wir jetzt an. So, jetzt gehst du einmal oben rechts auf dein Guthaben anzeigen und dann öffnet sich diese Seite. Hier wird einmal dein Account-Name angezeigt und rechts davon dein aktuelles Guthaben. Hier kannst du einmal von 5 bis 100 Euro dein Guthaben aufladen. So, wir klicken einmal auf 5 Euro. Ja, hier kannst du einmal PayPal, Giropay oder deine Kreditkarte auswählen. Wir wählen einmal PayPal und klicken auf Weiter. Und hier kannst du das Ganze jetzt bestätigen und dann wirst du auf PayPal weitergeleitet. Hier bist du auf PayPal. Hier musst du theoretisch deine Login-Daten eingeben und dein Passwort. Dann musst du das Ganze bestätigen und dann wirst du wieder auf Steam weitergeleitet. Hier steht einmal deine Zwischensumme, deine Zahlungsmethode und deinen Steam-Account. Du klickst einmal bei Nutzungsvertrag bestätigen und klickst auf Kaufen. Mit dem aktuellen Guthaben werden wir es gut haben. Hier werden einmal dein aktuelles Geld angezeigt oder du kannst zurück zum Shop gehen. Oben rechts dein aktuelles Guthaben. Für die Leute mit Guthaben oder Geschenkkarten, Gutscheincode oder und so weiter, klickst du einmal auf Gutscheinkarte und gibst den Gutscheincode da ein. Ich werde unten in der Beschreibung drei Links oder dementsprechend einen Link verlinken, wo man auch Guthaben kaufen kann. Ja, und schon sind wir im Ende vom Gelände, vom Ende, ach, keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, unten in der Beschreibung ist einmal die Playlist verlinkt und oben rechts einmal bei mir. Entscheide selber, was du willst.